Welche Entscheidung über seine Zukunft hat Joshua Kimmich getroffen? Und welchen Neuzugang für die neue Saison gönnt sich jetzt Paris Saint-Germain? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick-News. Bei RB Leipzig konnten die Bosse um Max Eberl gestern die Sektkorken knallen lassen. Grund dafür ist die Vertragsverlängerung mit Dani Olmo. Der neue Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers ist jetzt bis zum Sommer 2027 gültig. Dabei hat es lange so ausgesehen, als würde Olmo in diesem Sommer wechseln. Denn sein alter Vertrag ist nur bis 2024 gelaufen. Leipzig hätte also in diesem Jahr verkaufen müssen, wenn man den Spanier nicht ablösefrei hätte verlieren wollen. Der jetzigen Einigung ist ein monatelanger Poker vorausgegangen. Leipzig wollte Olmo unbedingt halten und musste seinem Supertechniker starke Argumente liefern. Das ist gelungen. Der 25-Jährige hat sich damit gegen den Sprung zu einem noch größeren Club entschieden. Barcelona, Real Madrid, Dortmund und Bayern hatten zuletzt bei Olmo angeklopft. In einem Jahr können es die Interessenten dann aber wohl wieder beim Nationalspieler versuchen. Denn Olmo hat eine Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag. Für 60 Millionen Euro ist er dann zu haben. Für die nächste Saison liegt seine Zukunft aber ganz klar in Leipzig. Der Poker um Jude Bellingham ist in vollem Gange. Während der Engländer jetzt erstmal in seine Heimat fliegt und dort die jüngsten Ereignisse sacken lässt, schreiten die Gespräche zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid weiter voran. Aktuell liegt der Ball in der Hälfte der Königlichen. Denn die BVB-Verantwortlichen erwarten in Kürze ein neues Angebot aus Madrid. Auch das soll einen Sockelbetrag von garantierten 100 Millionen Euro Ablöse beinhalten. Hinzu kommen sollen jetzt aber noch 20 Millionen Euro an erfolgsabhängigen Boni. Damit würde sich Real ein Stück weit auf die Dortmunder Forderung zubewegen. Die liegt bei 150 Millionen Euro. Es bleibt aber fraglich, ob sich der Hauptstadtclub auch beim Sockelbetrag hochhandeln lässt. Es heißt, dass Real nicht mehr als 100 Millionen Euro zahlen will. Alle weiteren Zugeständnisse müssten an Bellinghams Leistung gekoppelt und somit zunächst aufgeschoben werden. Wie ist eure Meinung zum Bellingham-Poker? Würdet ihr bei 100 Millionen plus 20 Millionen an Boni schon Ja sagen? Oder welchen Preis haltet ihr für angemessen? Schreibt uns eure Forderungen in die Kommentare. Vor kurzem hat Dominik Szoboszlai ganz offen über einen Abschied von Leipzig gesprochen. Wenige Tage später lässt sich eine heiße Spur in die englische Premier League nachverfolgen. Aber der Reihe nach. Es war eine rhetorische Frage, die Szoboszlai Anfang der Woche gestellt hat. Der Offensivspieler von Leipzig hat gesagt, wenn ich jetzt einen Schritt in Richtung der 5 oder 6 besten Vereine Europas machen kann, sollte ich dann Nein zu dieser Herausforderung sagen? Und der erste Bewerber meldet sich jetzt auch schon. Wie die englische Lokalzeitung The Northern Echo aus der Region Newcastle berichtet, zeigen die Magpies großes Interesse an dem kreativen Offensivspieler. Szoboszlai steht nach 9 Toren und 13 Vorlagen in 45 Spielen in dieser Saison ganz oben auf der Liste des Scheichclubs. Zwar gehört Newcastle United aktuell noch nicht zu den absoluten europäischen Topclubs, wie das in 4 oder 5 Jahren aussieht, ist aber eine ganz andere Frage. In die Champions League hat es der mit viel Geld aus Saudi-Arabien aufgemotzte Premier League Club schon geschafft. Szoboszlai könnte also zumindest mal drüber nachdenken, vom finanziellen Aspekt mal ganz abgesehen. Der ungarische Nationalspieler hat bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2026. Es gibt aber auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro. Zahlt Newcastle diese Summe, wären Leipzig also die Hände gebunden. Das Pokalfinale am Samstag gegen Eintracht Frankfurt könnte tatsächlich Szoboszlais letzter Einsatz für RB sein. Nach 8 Jahren Vereinszugehörigkeit endet die Zeit von Marco Asensio bei Real Madrid. Wie The Athletic berichtet, hat sich der Spanier dazu entschieden, zu Paris Saint-Germain zu wechseln. Mit dem Nobelclub aus Frankreichs Hauptstadt hat sich der 27-Jährige auf einen langfristigen Vertrag geeinigt, der ihm rund 10 Millionen Euro pro Jahr einbringen wird. Unterschrieben ist zwar noch nichts, es wird aber erwartet, dass der Deal final eingetütet wird, wenn die Königlichen ihr letztes Ligaspiel absolviert haben. Am Sonntag empfängt Real den Tabellensiebten Athletic Bilbao. Für PSG wäre der Flügelspieler der erste Neuzugang für die kommende Saison. Asensios Vertrag läuft aus. Es wird also keine Ablöse fällig. Real wollte ihn eigentlich gerne behalten. Die Königlichen haben Asensio eine Vertragsverlängerung angeboten. Das hat er aber abgelehnt. Er will zu PSG wechseln und eine neue Herausforderung annehmen. Es ist die nächste schlechte Nachricht in Sachen Kaderplanung für Real. Thomas Tuchel will Declan Rice unbedingt zu Bayern holen. Mit dem Mittelfeldspieler von West Ham United gab es schon ein Telefonat und ein Treffen in London.
Einige der Gesprächsinhalte sind jetzt durchgesickert. So hat Tuchel dem 24-Jährigen erklärt, dass er in ihm den perfekten absichernden Mittelfeldspieler in seinem System sieht. Rice soll der Kreativzentrale den Rücken freihalten. Tuchel will den Rechtsfuß mit einer Charmoffensive vom Wechsel nach München überzeugen. Der Trainer soll dem Hammers-Kapitän den Status eines Starspielers in München schmackhaft gemacht haben. Die Bayern sind sogar dazu bereit, bis zu 100 Millionen Euro Ablöse hinzublättern. Ausstechen muss man in erster Linie Arsenal. Doch es gibt ein Problem. Die Gunners stehen in der Gunst des englischen Nationalspielers aktuell etwas über den Bayern. Das hat auch familiäre Gründe. Rice ist aber auch etwas irritiert vom Doppel aus um Kahn und Salihamidzic. Der Sechser sehnt sich nach Verlässlichkeit. Diese können die Bayern gerade nicht bieten. Ob Tuchel und die neue Führung das Ruder noch herumreißen werden? Eine Entscheidung im Rice-Poker lässt noch auf sich warten. Dass Joao Cancelo keine große Lust mehr auf den FC Bayern hat, verwundert nicht wirklich. Immer wieder musste der Außenverteidiger auf der Bank Platz nehmen. Sein Weltklasse-Potenzial konnte er in München nicht immer abrufen. Auch Bayern hat eine Festverpflichtung mittlerweile abgelehnt. Cancelo wird die Bundesliga also wieder verlassen. Das ist kein Geheimnis mehr. Der Portugiese will aber auch nicht zurück nach England. Weder zum Meister Manchester City, bei dem er noch bis 2027 unter Vertrag steht, noch zum interessierten Vize Arsenal. Stattdessen zieht es Cancelo in den wärmeren Süden. Spaniens La Liga und die italienische Serie A wären zwei denkbare Ziele. Zur Erinnerung, der FC Barcelona ist schon lange hinter Cancelo her. Dazu dürften sich noch einige andere Türen öffnen, wenn Man City den Preis etwas senkt. Schon vor 3 Wochen wurde der FC Bayern über Benjamin Pavards Pläne informiert. Der Abwehrspieler will seinen 2024 auslaufenden Vertrag in München nicht verlängern. Eine adäquate Ablöse für den Franzosen gäbe es also nur noch in diesem Sommer. Beim Rekordmeister hofft man auf 30 bis 40 Millionen Euro Ablöse. An zahlungskräftigen Interessenten mangelt es wahrlich nicht. Pavard einen Markt in England, Italien und Spanien. Liverpool, Real und Manchester United haben zuletzt angefragt. Auch Barca, Inter und der AC Mailand wurden schon gehandelt. Wohin die Reise für den französischen Nationalspieler also geht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Eigentlich hat Harry Maguire noch 2 Jahre Vertrag bei Manchester United. Und die Red Devils können per Option sogar noch um ein weiteres Jahr verlängern. Solange Erik ten Hag auf der Bank sitzt, wird es dazu aber ganz sicher nicht kommen. Denn der United-Trainer hält nicht sonderlich viel vom Kapitän. Maguire stand in dieser Saison nur in 8 Ligaspielen in der Startelf. Im Sommer sollen sich die Wege trennen. Das wünscht sich zumindest ten Hag. Und auch Maguire soll der Abschied finanziell versüßt werden. United will den 30-Jährigen auf diesem Weg dazu bringen, dass er sich einen neuen Verein sucht. 11,5 Millionen Euro will Manchester springen lassen, um Maguire abzufinden. Keine Frage, das wäre immer noch billiger, als den Abwehrspieler noch 2 weitere Jahre zu bezahlen. Und ten Hag hätte dann einen unzufriedenen Spieler weniger im Kader. Grundsätzlich ist die Entwicklung für den englischen Rekordmeister aber schon ziemlich bitter. Vor 4 Jahren hatte United noch 87 Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger bezahlt. Man darf jetzt also gespannt sein, wie Maguire auf dieses Angebot reagieren wird und welche Vereine sich bei ihm melden werden. Im Januar hatte West Ham United angeklopft. Eins dürfte Maguire mittlerweile aber klar sein. Mit einer Zukunft bei Manchester United sieht es ganz, ganz schlecht aus. Barca-Trainer Xavi ist ein Riesenfan von Joshua Kimmich. Daraus macht der Spanier kein Geheimnis. Erst heute hat es ein neues Interview gegeben, in dem Xavi über den Mittelfeldspieler vom FC Bayern gesprochen hat. Der Coach schwärmt regelrecht vom 28-Jährigen. Kimmich ist ein Topspieler und er versteht das Spiel in einer fantastischen Art und Weise. Und Xavi verrät auch, dass er gerne einen Fuß in die Tür bekommen würde bei Kimmich. Er hat einen Vertrag, falls sich da eine Tür öffnen sollte, dann müsste man mit Bayern München verhandeln. Die Mundo Deportivo hat zuletzt sogar von Gesprächen der Barca-Bosse mit dem Mittelfeldspieler des FC Bayern berichtet. Aber nicht nur beim FC Barcelona hat man sich den Namen Joshua Kimmich notiert. Auch bei Real Madrid und Manchester City mag man den deutschen Nationalspieler. Müssen sich die Münchner deshalb um einen Abschied sorgen? Nur noch 2 Jahre läuft der Vertrag des 28-Jährigen schließlich. Wie es jetzt aussieht, werden die Kimmich-Gerüchte aber heißer gekocht, als sie es tatsächlich sind. Seine Priorität ist ganz klar ein Verbleib bei Bayern. Die Spuren nach Barcelona und Madrid sind bei weitem nicht so konkret, wie in Spanien berichtet wird.
Ob einer der Interessenten Kimmich doch noch umstimmen kann, bleibt natürlich abzuwarten. Der Transfersommer nimmt gerade erst seinen Lauf und eine ernsthafte Transferoffensive hat noch keiner der Kimmich-Verehrer gestartet. Nach aktuellem Stand steht Kimmichs Entscheidung über seine mittelfristige Zukunft aber fest. Der 76-fache Nationalspieler will in der nächsten Saison mit den Bayern wieder angreifen. Er hat Bock auf die Vorbereitung unter Thomas Tuchel und er hofft, dass die Bayern in der nächsten Saison in allen Wettbewerben wieder Titel holen werden. Und genau dazu will er seinen Beitrag leisten. In München wird man das gerne hören. Jetzt interessiert uns eure Meinung. Glaubt ihr, dass die Bayern Declan Rice bekommen werden? Und wo seht ihr Joao Cancelo in der nächsten Saison? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Das waren wieder unsere aktuellen Kick-News. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt stabil. Wir hören uns Montag wieder.